Neue Lampe. Kleine Stufe. Große Stufe. Hallo und willkommen zum nächsten OLED Lampenreview. Ich habe ja im letzten Video die OLED M2R Pro vorgestellt und heute ist es eine stärkere, und zwar die OLED Warrior X Pro. Das ist auch wieder die Pro-Version, bedeutet, dass das ist die verbesserte Version von, also da gibt es eine Vorversion von. Diese Version hat 600 Meter Leuchtkraft. Wir haben bei der alten Lampe 300 Meter gehabt, also das ist nochmal eine deutliche Steigerung, was ihr nachher in den Nachtaufnahmen auch definitiv sehen werdet. Maximal 2250 Lumen, das ist auch eine ganze Menge, das ist 1800, war ja hier schon brachial. Hier ist nochmal eine ganze Ecke mehr. Hat Vorteile, hat auch Nachteile. Also je nachdem, in welchem, also wie man eine Lampe braucht, macht es entweder Sinn, die kleinere zu nehmen oder die leistungsstärkere, auch mit mehr Reichweite. So, kommt wieder im klassischen Design, ne? Die Klappbox mit dem Magneten finde ich persönlich immer sehr schön. Im Lieferumfang enthalten, klar, erstmal der Gruß wieder von OLED selber und die Beschreibung, die man als erstes hat, dass man die Lampe als erstes aufladen soll und diesen Sicherheitspin entfernen. Wir haben dabei, da kommen wir gleich zu, was das hier ist, wir haben dabei natürlich wieder den Magnetauflader, ne, ins falsche Lampe. Hier habe ich die richtige, also den Magnetlader. Der Magnetfuß ist wohl auch stärker als der, was auch sein muss, weil wiegt ja auch einiges mehr. Des Weiteren wieder so eine Halteschlaufe, eine Bedienungsanleitung, die wir nicht brauchen, legen wir mal weg. Die Warrior X Pro hat auf jeden Fall krasse Kühlrippen, was auch definitiv braucht, denn in der höchsten Leuchtkraft wird sie sehr heiß. Anders als die M2R hat diese hier nur einen Knopf, nämlich hinten. Leicht gedrückt, ist eine sehr smooth, und durchgedrückt kommt dann einmal die ganze Kraft der Lampe. Kann man natürlich auch einmal durchdrücken, dann ist die dauerhaft an. Ne? Man merkt auch direkt, wie warm das wird. Ich leuchte nur auf meine Hand. Das ist direkt, also es steckt richtig Kraft hinter. Sie hat einen geriffelten Griff, wie die andere auch. Kann man gut halten, kann man einmal so gut halten, aber auch durch diesen Ring sehr gut so zum einmal ableuchten und auch damit man sie im Holster, also ist dieses Holz dabei, auch hier drin. Ne? Also man kann es quasi irgendwo befestigen, kann einmal so kurz, ohne sie rauszuholen, ableuchten damit. Die fällt auch nicht raus, wenn man, ne, die hat hier so eine Vertiefung, finde ich sehr praktisch, und einen Schnellverschluss mit Magnet, kommt man schnell dran, anders wie jetzt bei der M2R, die einen Klickverschluss hat, wobei man kommt auch hier sehr schnell dran. Im Vergleich zur M2R ist der Kegel, der Leuchtkegel, sehr viel größer. Und die Stärke ist natürlich absolut im Außenbereich. Für uns gut, wenn wir auf Geländen sind, wie Fabriken und sonst was nachts unterwegs sind. Mit der Lampe kann man wirklich, ja, über einen halben Kilometer weit ausleuchten. Und das ist natürlich gar nicht mal schlecht. Für den Innenbereich sehe ich dann eher die hier. Ne, die habe ich schnell an der Hand. Aber eine Kombi aus Außen und Innen ist das hier perfekt. Wie der Zufall es will, hat OLED natürlich wieder einen Sale. Ich habe jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, wie hoch der Sale war. Ist auf jeden Fall jetzt gerade aktuell. Guckt unten in die Beschreibung, da findet ihr die Lampe. Normalpreis der Lampe ist 155 Euro. Ich glaube, die ist jetzt, ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube aber, die ist um einiges günstiger jetzt gerade. Ich blende es vielleicht auch ein.
Ich muss die Daten dazu raussuchen. Soweit ich weiß, am 2., 3., 4., wie gesagt, habe ich jetzt hier eingeblendet. Und die Lampe kann ich nur empfehlen. Ich habe sie schon im Einsatz gehabt jetzt. Einmal bei einem Lost Place. Wird jetzt auch demnächst das Video dazu kommen. Und einmal die Nachtaufnahmen, die ich hier im Wald gemacht habe. Weitere Tests zu Olight werden sicherlich kommen. Ist eine sehr gute Marke. Gefällt mir sehr gut. Und wenn ihr das wollt, kann ich auch direkte Versus-Videos machen. Also wirklich, wo ich zwei Lampen miteinander vergleiche. Zum Beispiel jetzt die beiden, weil die gar nicht so viel unterschiedlich sind. Die haben schon Vorteile und Stärken. Kann ich auf jeden Fall in einem Video mal genauer drauf eingehen. Ich werde jetzt Videomaterial noch sammeln. In verschiedenen Lost Places auch, wo ich sie zum Einsatz bringe. Also wird irgendwann ein Fazitvideo noch kommen, wo ich mal alles zusammenzähle. Ich würde sagen, ich bin damit raus. Checkt auf jeden Fall Olight aus. Link ist in der Beschreibung. Danke gehen auch mal raus für die Bereitstellung dieser Lampe. Ist immer schön, Sachen zu testen, die man selber auch gut findet und sich auch selber kaufen würde. Deswegen checkt ihr unbedingt aus.